Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Golden Sun 3, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir die Beschwörungstafel Desaster gefunden, nachdem wir Diabolos besiegt haben. Und danach waren wir auf der Suche nach dem letzten Jupiter-Djinn, und zwar hieß er Samum. Und wir haben hier auf dieser Insel gesucht, ich habe allerdings herausgefunden, er ist hier gar nicht auf dieser Insel. Sondern er wird weiter im Nordwesten anzutreffen sein. Ich werde jetzt erstmal hier rumfahren. Übrigens ist meine Stimme immer noch nicht wirklich wieder fit, das kann man vielleicht hören. Die ist noch leicht erkältet. Ich hoffe, das wird sich bald legen und ich habe vergessen, die Vermeidung zu aktivieren. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Jetzt werdet ihr sterben. Ich denke mal, das reicht, wenn Himi so angreift, oder? Wollen wir mal gucken. Greifende Drache bitte. Haut zu da. Ja, bis auf den einen. Aber das kannst du wieder ja dann erledigen. Gut, umso besser. Wie gesagt, weiter nordwestlich, da gibt es eine kleine Inselkette. Also 5 Inseln sind das. Ich wusste auch, dass es irgendeine Inselkette mit gemeint ist, aber ich meine die südlich und ich meine auch, dass die große Insel da unten, wo wir eben waren, eigentlich auch in der Nähe von ein paar anderen Inseln war. Und hier, ich glaube hier war es, hier ist eine kleine Inselkette, also die, das sind sehr kleine Inseln. Ich meine hier in der Mitte, hier müsste es gewesen sein, oder? Zumindest ist es laut Karte. Ein Beschreibung hat gesagt ganz links und einer hat gesagt, hier ist sie. Sehr schön, da ist doch Samum. Geh schnell, als ich dachte. Also auf der Karte ist es richtig, das ist nämlich hier. Und eine Beschreibung sagt, die ist ganz links. Aber das stimmt dann in diesem Sinne nicht. Gut, der allerletzte Djinn, der uns noch fehlt. Denn wie gesagt, der eine Merkur-Djinn, der quasi fehlt, ist ja quasi, ne? Eingefangen worden, nur in einem anderen Spielstand. Und nicht in zu diesem Let's Play hin hinzugefügt quasi, dieser Spielstand. Aber nicht in diesem hier. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut erklärend rüberbringen können. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Auf jeden Fall ist der Merkur-Djinn eingefangen worden, aber in einem anderen Spielstand. So, das geklärt ist jetzt. Du lebst immer noch, das ist sehr interessant. Gut, die Erde hat sehr viel Schaden gemacht, aber Wind nicht wirklich viel. Diesmal macht sogar mehr, aber es ist ja auch der physische Angriff. Aber das hat auch gereicht. Damit haben wir auch den letzten Djinn des Spiels eingesackt. Und jetzt fehlen in diesem Spiel nur noch 2 Beschwörungstafeln, dann ist es endlich vorbei. Endlich. So, der Jupiter-Djinn Samu ist nun Svetas Verbündeter. Gut. Dann wechsle ich noch einmal den Bildschirm. Samum, dieser Geist des Feuerwindes, liebt den heißen Wüstensand. Der raue Wind, den er erzeugt, brennt sich tief in die Körper seiner Feinde. Das hört sich natürlich heiß an. Hätte natürlich auch für die Tyrell sein können, ne? Aber es ist ja heißer Feuerwind. Deswegen, naja, ist auch in Ordnung. So, und jetzt vergesse ich nicht, die Vermeidung anzumachen. Alles klar. Wie gesagt, nur noch die 2 Beschwörungstafeln, die in der Pirateninsel auf uns warten. Aber ich werde jetzt nur diesen einen Part aufnehmen, da es gerade nötig ist. Ich werde meine Stimme so weit wie möglich ausruhen lassen. Nur diesen einen Part aufnehmen, sonst habe ich für die Zukunft keinen mehr. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt auch keinen Bosskampf oder so anfangen. Ich denke mal auch, bis ich angekommen bin, ist der Part auch schon vermutlich um. Hier ging es rein, ne? Ja, hier ist der Strudel. Rein in den Strudel. Und plötzlich sind wir eine Etage tiefer. So, ist der Bildschirm hier noch recht? Ja, der ist noch in Ordnung. Ab zur Pirateninsel, so weit nördlich wie möglich hier. Vor allem sehr interessant, dass hier die Welt endet. Das ist wirklich vorbei. Sehr interessant. Dass wir auch nicht einfach abstürzen können. Na egal. Das kann ich gleich wieder schnell ändern. Vermeidung bitte wieder an. Und los geht's. Ja, wir haben natürlich jetzt alle Djinns, ne? Ja, haben wir. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Es fehlen noch, wie hießen sie? Iris und Charon. Und vor einem der beiden war dieser eine Wächter, den wir nicht besiegen konnten. Der andere ist unbewacht. Und ich denke mal, den werden wir uns zuerst... Und ich meine, wir sind zuerst rechts reingegangen bei der einen Beschwörungstafel. Und da war der Bossgegner. Ich bin mir aber nicht mal ganz sicher. So, hier. Hier war der untere Teil der Pirateninsel. Erzgeschoss. So. Gut, so lange wird es nicht mehr dauern. Wir haben ja bereits die Wege freigeschaltet quasi. Na gut. Oder ja, haben wir. Plopp. Weiter geht's. So, auch hier haben wir das gemacht. Ja, wir können ja einfach durchrushen. Der Part wird wohl nicht lange dauern. Obwohl ich eigentlich auch hätte noch die Sachen schmieden können. Ja, ich fürchte, den Fluch, den Tyrell noch hat, glaube ich, da hat ihn noch, ne? Ja, nur die Kiera hat den verloren, weil sie einmal besessen worden ist von dem einem Kampf gegen Diabolos. Er ist ja besessen worden, auf der anderen Seite gezogen. Das war quasi ein Fluch und der ist aufgehoben worden und hat den anderen vorher überschrieben. Und nur Tyrell ist jetzt verflucht, aber der wird auch wahrscheinlich nicht mehr davon befreit.
Und wir werden auch keine Sachen mehr schmieden anscheinend. Denn hier wird das Let's Play enden in den Pirateninseln. Ich hoffe, wir sind auch soweit. Wir hätten vielleicht noch Sachen verkaufen können von den Items her. Ja, wir hätten vielleicht auch noch andere Sachen einsetzen können quasi. Wo ich muss ja auch noch durch. Stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja. Wie gesagt, vielleicht ein paar neue Sachen kaufen, die sinnvoller gewesen wären. Stimmt, das Rätsel muss ich ja auch noch lösen, ne? Hier müsste ich ja nochmal durch. Ja, stimmt ja. Hier muss ich nochmal durch. Na gut, das ist ja kein Problem. Dafür haben wir auch diesen Part. Ich hoffe, der wird ausreichen. So, hier kann ich ganz normal lang. So, wie verschiebe ich dich jetzt? Ich muss so oder so das erstmal fixieren, denn die Suchfunktion von Himi werden wir wohl nicht mehr brauchen. Bäh. So. Obwohl ich natürlich... Oh. Stimmt, die sind weg und die auch. Ach, jetzt sind alle weg. Ach stimmt, ich kann mich erinnern. Ist, wenn man irgendwas falsch macht, ja. Was, wenn ich das nach rechts verschiebe, genau das gleiche oder irre ich mich da? Ich möchte es mal ausprobieren. Denn ich war jetzt schon so lange nicht mehr hier. Ich meine, das darf ich doch wohl nochmal machen. Oh, tatsächlich nicht. Tja, okay, dann wird jetzt wieder alles zerbrechen. Na gut, wenn du meinst. Ja, ja, ich gehe ja schon. So. Bitte nochmal, da muss ich so separat da lang, ne? Wie auch immer das gehen soll, ich kann ja gar nicht lang. Das ist nicht möglich. Das Einzige, was ich machen kann, ist abstürzen damit. Oder kann ich hier rechts auch irgendwo lang? Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her wieder, aber hier geht's nicht lang. Ja, 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 dann stürze ich wohl damit mal ab, unten rein, mal sehen, ob ich da irgendwas aktivieren kann. Ich mach mal hier was. Hui! So. Die habe ich geöffnet, das war auch die einzige hier, glaube ich. Ach ja, hier war... Ach ja, das sind ja die beiden, genau. Ich meine... Ich muss woanders abstürzen, glaube ich. Oder? Nee, brauche ich nicht. Ach stimmt, das da oben hatten wir gar nicht gelöst, ne? Wie auch immer das lösen ist. Keine Ahnung, ich werde erstmal zur Sicherheit sichern. Ich meine, der hier war safe, der Raum, oder? War es das oder war es das nicht? Ich weiß es nicht. Deswegen speichere ich es Gott sei Dank mal nach. Ich hoffe, ihr habt mich nicht angelogen, ne? Defekte Vermeidung. Oh, ich dachte schon mal, passiert irgendwas anderes, aber nein! Die Vermeidung hat mich verarscht. Okay. Steig hoch. Das ist ja nett. Passiert wirklich nichts hier? Ich bin mir noch unsicher. Wer weiß, ob man euch vertrauen kann. Aber anscheinend ja. Anscheinend ja. Wir wissen auch, welche diese unbewachte ist. Alles klar. Komm zu mir, Beschwörungstafel. So. Super, kann uns Charum beschwören. Ah, dann ist Iris, also die allerletzte Beschwörungstafel hier auf meiner Liste. Haben wir jetzt gerade gehört. Die bewachte. Und scheint die stärkere zu sein. Für diese Beschwörung werden folgende Djinn auf Abruf benötigt. 8 Venus-Djinn und 2 Jupiter-Djinn. Und der hat einen ganz guten Effekt. Funktioniert aber nicht immer. Löscht die Feinde eventuell sofort aus. Aber Iris ist noch ein bisschen heftiger. Denn belebt und heilt die Gruppe vollständig. Und das kann schon mal viel wichtiger sein, als die Gegner sofort auszulöschen eventuell. Ja, denn unsere Gruppe ist heilig. Ja, ja, ja. So. Nun bin ich wieder hier. Aber was soll ich jetzt machen? Denn ich möchte in diesem Part auf jeden Fall nicht diesen Bosskampf anfangen. Das lohnt sich nicht. Denn sonst muss ich ja die nächsten Kämpfe wieder weitermachen gleich in den nächsten Parts. Und ich werde jetzt nur diesen Part aufnehmen. Wegen meiner Stimme. Das ist ja hoffentlich auch verständlich. Ich werde jetzt einfach mal oben gucken, ob man da irgendwas machen kann. Ich meine, dieser Raum ist ja nicht nur zur Zierde da. Hier sind schließlich auch 4 Schatztruhen. Aber wir können hier nicht weiter. Wie kommt man denn hier weiter? Ich verstehe das nicht. Es wird wahrscheinlich auch nichts helfen, wenn ich das aktiviere und mich dann beeile, bevor die alle Felsbrocken zerstört sind, ne? Das macht keinen Sinn. Selbst der Greifer hilft mir ja auch irgendwie nicht, ne? Da komme ich ja nicht an. Ach Mensch.
Also könnt ihr mir verraten, was es hiermit auf sich hat? Übrigens ist das Let's Play auch, wie gesagt, bald vorbei. Es werden nicht mehr viele Parts sein. Nur so lange, bis ich diesen Wächter da besiegt habe. Ich habe vergessen, wie er hieß. Denn das wird die letzte Hürde sein quasi, denn ich werde es dann allein schaffen, die letzte Beschwörungstafel einzusacken. Und dann ist das Let's Play, ich möchte sagen, endlich vorbei. Denn ich mag dieses Spiel zwar, aber ganz ehrlich, 1,5 Jahre für so ein Let's Play. Das hat jetzt über 120 Parts. Trotzdem, das hätte man schaffen können früher. Aber wie gesagt, ich brauche sehr lange für so ein Projekt. Weil ich einer der wenigen Let's Player bin, der sich gerade in der Abiturzeit befindet. Und deswegen nicht mal Zeit fürs Aufnehmen hat. Und ich sabbel jetzt hier so viel voll, bis ich den Part so quasi in die 15 Minuten gebracht habe. Das ist ja auch sehr interessant. Aber ich... Erstens glaube ich, hier sind keine Monster. Und zweitens glaube ich, ich komme hier nicht durch. Vielleicht kann ja Amitis Offenbarung irgendwas machen. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht. Ja, Verschieber gut, aber das ist ja das Einzige, was ich machen könnte. Wenn ich jetzt hier rauf trete, hui! So. Aber da passiert nichts Großartiges. Naja. Wie auch immer, meine Lieben, ich sollte jetzt nicht zu lange quasseln. Ich soll jetzt langsam mal den Part beenden. Warum sollte ich aber auch nicht hier starten? Hoppla. Sondern da unten. So, und ja. Muss ich mir den Weg finden. Erstmal danke wieder fürs Ansehen. Ich denke mal, ihr versteht jetzt, warum das so lange gedauert hat, das Let's Play. Ja, ich meine, das ist mein drittes Projekt. Da sieht man mal, dass ich überhaupt nicht viel geschafft habe eigentlich. So im Let's Play selber. Ich speichere jetzt schon mal ab. Da sieht man übrigens mal die ganz alten Spielstände. Ne? Ach Gott, die sind ja schon länger her. Du Schande. Das war ja auch noch alles mit Linz. Kurz danach, als wir den letzten Merkur-Gin hätten fangen können, aber das habe ich vermasselt. Das habe ich ganz toll hingekriegt. 35 Stunden schon. Was heißt schon? Eigentlich ist es gar nicht ganz schön wenig, muss ich sagen. Naja. Jedenfalls, ihr wisst Bescheid. Das Let's Play hat sich lange genug hingezogen, finde ich. Denn so langsam ist dann auch mir die Puste ausgegangen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Fangen dann den letzten Bossgegner an. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, gleich im nächsten Part ihn auch zu besiegen. Ne? Falls wir ihn überhaupt schlagen werden. Ich bin mir unserer Stärke noch nicht so ganz bewusst und seiner auch noch nicht so ganz, auch wenn wir gegen ihn schon mal gekämpft haben und Haus so verloren haben. Ich meine, auf dem Level 50er Bereich, jetzt sind wir auf Level 70er Bereich. Und ich kann ja jetzt schon eigentlich das Team mal richtig hinstellen, fällt mir gerade so auf. Ich habe ja immer wieder was Neues, was ich machen kann, denn ich werde die Stärksten erstmal nach vorne stellen. Ich bin ja auch schon 3 Level stärker als Himi zum Beispiel. So. Damit angefangen und die hier als Ersatz quasi. Ja, und dann mal sehen, wie viele Parts das Let's Play noch haben wird. Ich hoffe, ich krieg's noch dieses Jahr rum. Mal sehen, ich habe den Bildschirm schon wieder gleich verschoben, es tut mir leid. Und damit ist der Part auch beendet. Ich habe es auch schon fast an die 15 Minuten gebracht, aber na, ist ja auch egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder im Kampf gegen... Ich weiß nicht, wie der heißt. Egal, ich bleibe wieder zu lang. Bis dann und auf Wiedersehen.